So, gucken wir mal Quality Content hier, wo wir ein bisschen entspannen. Hey Leute, ich bin's Fritz und es geht weiter auf. Ja Leute, ich bin's Fritz. Unsere abenteuerlichen Reise. 100 Kilometer. Digga, wieso hab ich gestern bis 5 Uhr gesoffen? Das war so dumm. Mit dem Schlauchboot. Also, bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Meineke, so, Fritz, wie machen wir das jetzt hier mit einem Übernachtungsspot eigentlich? Außerdem krieg ich langsam Hunger. Ich hau meinen Biwaksack einfach da vorne hin. Dann kann ich auch ein bisschen gucken. Biwaksack ist übrigens sein Penis. Hier ein Ring. Hodensack. Dein Waffe. Pisse ist in den Eiern. Ich darf wieder hier nach. Du, wenn es regnet, regnet es auch hier drunter. Also. Ja. Man soll bei Gewitter auch nicht unter Baum schlafen. Das ist richtig. Ich habe das Feuerholz noch von gestern mitgenommen, das was übrig geblieben ist. Die Vorhaut ist das Zelt. Ja, guck mal, das ist doch Leben einfach, oder? Das ist doch fucking live. Einfach draußen. Ja, mittlerweile hat es gut eingeregnet hier. So muss das sein. Mach's mir gemütlich unter meinem Poncho. Feuer brennt natürlich trotzdem. Das ist doch chillig, oder? Sieht aus wie ein begossener Pudel mit seiner Jacke. Wieso? Das hättest du so ein Bolero-Jäckchen an. Naja, ich mache mir was zu essen, Freunde. Bommel lernt weiter fleißig für seinen Bootsführerschein. Ey, ich freue mich so auf diese Hunger-Games von denen. Kann so einen guten Fernspäher-Boni natürlich auch dafür nehmen, um einen heißen Topf anzufassen, habe ich mir sagen lassen. Nee, das geht. Oh. Ah, es gibt Nudeln, ja lecker, guck mal. Man muss sowas auch einfach mal genießen. Das ist wichtig. Ja. Würdet ihr mit Fritz Meinecke eine Nacht in einem Zelt schlafen, Chat? Guten Appetit, Freunde. Sicher, alright. Natürlich trotz Poncho überall ein bisschen nass hier, ab Knie und so weiter, das alles. Nein, ist Haram. Klitschnass, Schuhe sind zum Glück innen drin noch trocken, aber auch Haare sind ein bisschen nass und so weiter. Aber scheißegal, ist nicht so wichtig. Bommel geht da hinten schon an seinen Hängematten-Spot. Ich werde es mir hier gemütlich machen mit dem Biwaksack, weil da hinten... Wieso schlafen die immer voneinander weit weg? Warum? War keine schöne Stelle. Prinz Meinigen sieht nicht aus wie Micky. Micky wiegt das Zehnfache. Laut Regenradar ist jetzt aber nur so ein Zeitfenster von ungefähr 20 Minuten. Deswegen, ne? Angriff. Wieso gehen die immer so weit voneinander weg? Ich verstehe das nicht. Wegen Corona? Man muss es ja positiv... Damit die wichsen können, ja. ...positiv sehen. Wir haben den Observer noch nie bei richtigem Regenwetter getestet, wenn ich mich erinnere. Von daher... Soll jetzt heute Nacht ruhig mal ordentlich schütten. Isomatte aufpumpen. Wie kann man sich darauf freuen? Das ist so clever, dieses Ein-Mann-Zelt. Mein Lager steht ja und gleich kommt die nächste Front in so ja, 10, 15 Minuten. Deswegen schauen wir noch mal kurz bei Bommel vorbei. Ah, die sind im Krieg. Und dann werden wir uns wahrscheinlich in unsere Shelter zurückziehen. Chillig. Weil wir sonst einfach klitschnass sind. Was macht man denn da die ganze Zeit, wenn man in diesem Ein-Mann-Zelt ist? Ja, Bommel hier auf jeden Fall schön im Hängematten-Zelt unterwegs. Digga. Ist jetzt eigentlich bei Regen fast noch mit das Geilste, muss man sagen, ne? Clash Royale. Wenn's schifft und du einfach vom Boden weg bist und dein... Maybe bad was mit Paperplatte. Nee, danke. Spannend in der Hängematte bist, ist schon geil. Mein Setup... Ich hab Beef mit Kevin gerade. Mit... einem schönen Blick aufs Wasser, beziehungsweise wenn ich vorne rausgucke, habe ich hier auch gleich noch was Wasser. Herrlich. Schön auf so einer Buhne hier drauf. Genau. Ich werde mich jetzt hier reinpflanzen und meine Klamotten hier in den Drybag reinpacken und meine Schuhe. Dann sollte hoffentlich erstmal halbwegs alles trocken bleiben. Und dann gucken wir mal, wie das heute Nacht hier wird. Zieh mich hier gerade aus und merke natürlich, dass meine Hose irgendwie unten nass ist. Meine Schuhe sind schlammig und nass. Ja, hier die Arme sind nass und so weiter. Und der Punkt ist der, dieses Thema, ja, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber wenn man draußen ist, Overnighter, Bushcraft-mäßig, was auch immer, ja, bei Nässe, und man hat irgendwie Regenkleidung, Regencape, was auch immer, Poncho dabei, das heißt nicht, dass man trocken bleibt. Man wird einfach nur nicht ganz so nass. In dem Moment, wo ich meinen nassen Kram jetzt hier reinpacke, ist hier eine Feuchtigkeit drin. Im Biwaksack ist eine Feuchtigkeit, meine Haare sind nass. Alles wird klamm und feucht. Das kann man, glaube ich, auch einfach nicht verhindern. Das heißt, für mich persönlich...
Auch wenn man ein Haus hat. Regenkleidung oder auch jetzt hier einen Tarp, was auch immer, führt dazu, dass ich weniger nass bin, dass ich nicht ganz durchtränkt bin. Mhm. Aber eine gewisse Feuchtigkeit und so weiter hat man bei so einem Schmuddelwetter immer dran. Das kann man einfach nicht verhindern. Und dann braucht man einfach das richtige Mindset, ja, dass Regen einen eigentlich nicht stört, dass das was ganz Normales ist, dass Tiere bei Regen auch alle draußen sind und die haben nicht mal einen Poncho oder eine Regenjacke. So. Ja, die haben Fell, die schütteln sich einmal und dann ist wieder gut. Ja gut, aber ein Hund kann auch keine Erkältung bekommen. Doch, kann er. Von daher, wieder dran lecken. Regen ist flüssiger Sonnenschein, Freunde. Ganz genau das. Ich wollte den Biwaksack eh mal richtig schön bei Regen austesten. Chillig. Ui. X-Rob, dankeschön. Guck mal, wie schön. Stellt euch vor, ihr wacht morgens auf und das ist das Erste, was ihr seht. Mashallah. Wir haben 6 Uhr. Eine gute gibt's eine Höhlen-Data-Pack? Kondensfeuchtigkeit hier im Biwaksack. Ja, das ist nass hier. Und das läuft doch. Das muss aber auch so. Ist wichtig. Es ist Feuchtigkeit im Haus. Was wollt ihr hören, Freunde? So ist es halt. So wird es auch immer bleiben. Es ist ein ganz normales physikalisches Phänomen. Das Kondenswasser. Oh, schön ist es aber gerade hier. Guten Morgen! Naja, später vielleicht. So, Freunde, 10 Minuten später, jetzt bin ich auch mal ordentlich wach und wäscht er sich im Wasser? Schon mal aufgestanden. Ich habe das Regenradar mal gecheckt, es soll in einer Stunde ungefähr anfangen zu regnen. Das heißt, jetzt alles zusammenpacken. Auch wenn es hier irgendwie, ja, klitschen ist das falsche Wort, aber schon noch sehr, sehr viel Feuchtigkeit überall drin hat. Kann man in dem Moment nicht ändern. Ist aber auch nicht so schlimm. Ja, bringt einen nicht um. Ist halt ja, ein bisschen klar. Nass. Natürlich. Scheiß drauf. Genau, werde jetzt alles zusammenpacken. Gleich noch einen kleinen Snack mir vorbereiten, den ich dann aber wahrscheinlich auf dem Boot essen werde. Und genau, Bommel hat auch schon Lebenszeichen hinten gegeben. Der wird schon wach sein und sein Lager gerade abbauen. Oh, und es ist irgendwie schon eine geile Stimmung, muss ich sagen. Man merkt richtig so, Sommerregen, wir haben noch keinen Sommer, aber diese Frische, irgendwie auch diese Ruhe. Mhm. Oh, irgendwie gibt mir das Energie, ich find's geil. Ich find's nicht so geil, ich find's sautschillig, wenn die ganze Zeit Autos hupen und überall ist Smog und man ist richtig in der Stadt und überall ist Hundescheiße und es schreien Leute rum und alle sind besoffen. Das ist Leben, oder? Ich finde es geil. Auch das gerade so ein bisschen bewölkt ist, ein bisschen düsterer und so weiter. Ich feiere das. Ich mag das. Ich mag es, wenn es auch mal ein bisschen härter ist, wollte ich schon sagen. Alles klar, das war es wieder komplett. Na, ich packe gerade den Schlafsack ein und hier sieht man es ganz schön. Das ist jetzt die Rückseite, die ist wirklich trocken. Und obendrauf ist aber alles krass. Klamm. Aber die Isolationsleistung ist komplett gegeben, also man friert deswegen jetzt nicht. Und innen drin ist er auch trocken, ne, wenn ihr jetzt aufmacht. Also nach innen drin hat es die Feuchtigkeit ja nicht geschafft. Wer halt der Meinung ist, dass man mit Top-Ausrüstung immer komplett furztrocken bleibt, der darf mich gerne eines Besseren belehren und mir seine Tipps und Tricks weiterleiten. Guck ich mir natürlich gerne an. Aber meine persönliche Erfahrung ist, wie gesagt, bisher immer so gewesen, die Ausrüstung führt dazu, dich vor Nässe zu schützen. Mhm. Ja? Nie zu 100%. Man wird immer ein bisschen... Aber das Ding ist doch, guck mal, wenn ich jetzt einen kompletten Gore-Tex-Wetter-Regenanzug anhabe, ja, der komplett wasserabweisend ist, klar ist das nass, aber wenn mein Rucksack doch wasserdicht ist und wasserabweisend und mein Anzug und alles, was ich anhabe und ein Poncho und so weiter und so fort und meine Schuhe doch auch, ja, dann werde ich doch nicht nass. Oder, also, weißt du, versteht ihr, was ich meine? Als ob das nicht geht. Also, als ob man nicht komplett irgendwie, oder? Bisschen nass und feucht. Ja, danke schon. Ja, ist ganz normal. Aber halt nicht klitschig. Hey, wie soll ich denn da, wenn man sich mit dem Schlafsack schon einen kompletten Regen, ja, dann pisst man sich halt nicht an. Dann sehe das Ganze jetzt anders aus. Dann könnte ich ihn ausfringen. Alles wieder in die beiden Rucksäcke verstaut. Bombe ist auch am Start. Viel Spaß und Schweiß. Oh, chill. Sattelt sich wieder mit seiner Schwimmweste. Ich bin einfach ein fucking Rettungsweste. Sorry. Ich habe eine Schwimmweste. Bombe hat eine Rettungsweste. Da muss er nämlich auch mal an den kleinen Dinger ziehen, Alter. Wieso haben die eine an? Können die nicht schwimmen? So, alles weggeräumt. Das Material wird immer irgendwie Wasser. Außer es ist hydrophob oder eben Lotus-Effekt. Ja, aber gibt's das nicht? Gibt's nicht so komplett hydrophobe Kleidung? Und alles wieder so hinterlassen, wie man es vorgefunden hat. Boah, lass mal einen Rucksack stolpern hier. So, voll beladen den Kahn. Nein. So, mit. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es nichts gibt, was komplett wasserabweisend ist, als ob. Einem gezielten ist doch Sprung. BS. Wie eine Gazelle rein da. Yippie! Oh, es ist
also mittlerweile, Bommi hat es gerade schon gesagt, hier ist richtige Sandparty. Es ist einfach alles nur noch sandig, matschig und... Doch, dann ist es lustig, dann wird es viel zu heiß hier. Nass. Bommi, wir kommen heute nicht drum rum. Wir werden heute auf diesem Kahn im strömenden Regen sitzen. Ich gönne mir doch die Hoffnung, dass es gleich nicht so ist. Ich sag mal so. 20% Wahrscheinlichkeit ist, dass es nicht passiert. Ja. Achtung. Bommi, sein Blick war leicht panisch. Das ist Bommels erste Zecke. Das ist hier wirklich die allererste. Hast du noch nie eine Zecke? Also ich habe jedes Jahr 10 Zecken. Anna Wester. Im Erste-Hilfe-Set. Eine Zeckenzange. Wir Zugriff. Könnten auf dem Boot jetzt Zugriff. Eine Operation wagen. Zugriff. Arzt der Zeckologie? Ich bin Zeckologe tatsächlich. Das wissen die wenig. Das wissen wirklich. Oh, hoffentlich hat er die am Schwanz. Ich bin nicht nur Höhlenforscher, sondern ich bin auch Zeckologe. Muss ich mich jetzt hier so auftun? Boah, ich muss auch mal in eine Zeckenposition gehen hier. Oh, bitte, 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 kann der die am Pimmel rausziehen? In eine Zeckenentfernungsposition. So. Au, 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 ich hab mal jauscht. So, wo war denn der Aal hier? Ich lief gestern in dem Grasspot. Oh, ich bin traurig. Wow. Na komm, lass los hier, du Scheißvieh. Weil da halt immer noch Haare mit drin hängen, deswegen greift die Zeckenzange nicht so richtig geil. Warum? Alter, die ist richtig fest. Klar, so bleiben, so bleiben. Wir müssen rasieren. Operation Zeckologen Meinecke. So, jetzt dürfen wir uns aber nicht bewegen. Jetzt mal hier auf Pinzette. Alter. Jo. Jo, ich hab's da. Ja, kannst. Da. Also ist komplett raus. Das ist Ass. So, ich würde noch mal einmal kurz einen Kontrollcheck machen, weil als Zeckologe musst du auch immer noch eine Nachprüfung machen. Na klar. Jo, also siehst du ein richtiges Loch. Der hat letztens auch eine gehabt. Also so ein richtiges, so, wie so ein kleinen Mini-Krater unter Mikro. Kann der jetzt nicht Borreliose oder sowas haben? Ripphirnflüssigkeit, Digga. Kann das jetzt nicht über Deadly sein? So? Mikroskop wäre das wahrscheinlich richtig krass. Freunde, Zecken so unnötig, kommt gerade oder? Ein großer Kahn, der hat jetzt schon Anihub. Vielleicht ist immer ein bisschen schlagsig gerade unterwegs. Grüße, hallo. Digga, stell dir mal vor, die denken jetzt, das sind Piraten und dann schießen die einfach auf die. Ich zieh mir jetzt eine Unterhose an. Okay. Bisschen kalt. Es ist hier auch alles dreckig, matschig. Boah, jetzt hat die aber eine. Oh. Was denn jetzt? Also, Sand ist dein Element. Sand ist mein Element. Yippie, yay, Schweinebacke. Oh! Paddelt nur einer von den beiden, was soll die Scheiße? Rucksack weg, ist das hin oder? Ach, mal, komm. Jetzt bin ich natürlich auch beruhigt, ne? Digga, das ist ja übernervig, ist ja alles komplett nass und alles, Digga. Das wird nicht. Junge. Der Rucksack muss theoretisch weg. Ja, dann wollen wir mal kurz. Haki, danke schön. Ja, ist ja überstressig einfach da, what the fuck? Ich muss mich so auf der Kante setzen. Wie so ein Keck, Alter. So, Freunde, es hat sich richtig schön eingeregnet. Aber es hilft ja alles nichts. Mann, wie belastend einfach. Nee, es ist wirklich ein sehr schöner Ausflug, muss man sagen. Ich sitze hier optimal. Ja, schlecht. Wie so ein Elfchen auf dem Schleifstein. Und das Geile ist, der Regen kommt von da. Das heißt, Bommel kriegt das nur in den Nacken. Ich krieg's komplett in die Fresse. Boah, ist das scheiße, Alter. Man hätte sich auch einfach ein Motorboot nehmen können. Wieso fahren die nicht Zug? Es muss auch mal scheiße sein, Freunde. Ja, wir hatten die ersten anderthalb Tage, zwei Tage kann man fast sagen, richtig gute Sonne. Heute regnet es einfach mal den ganzen Tag. So ist das halt auf dem Amazonas. Manspreading, der klaut den ganzen Platz, no joke. Ah, das ist echt ein Scheißboot. Ich sag ja, einfach mal was Schönes machen. Das ist auch schön. Ich fühl so mit. Regen ist halt einfach kein flüssiger Sonnenschein. Hey, doch guck dir das mal an hier, herrlich. Prima. Also ich find's gar nicht so schlimm. Na, Aber es könnte noch schlimmer sein, es nieselt ja nur so ein bisschen. Stell dir vor, richtiger Starkregen. Wind von vorne und krass, dass keiner von denen reingefallen ist, noch so ist, gut. Ne? Ich hoffe, einer fällt ins Wasser. Mann, warum seid ihr so chat? Kilometer vor uns. Warum seid ihr so? So, Freunde, ich habe extra nochmal gebremst für euch. Ich drehe nochmal hier eine Ehrenrunde, denn im Hintergrund seht ihr jetzt nochmal
eine wunderschöne Brücke. Die ist wunderschön. Ich habe keine Ahnung, was das für eine ist. Das ist die Rockholzbrücke. Kurz vor Schönebeck. Ja. Der Brückengerät. Ah. Was für ein Ding? Der Brückengerät. Der Brückengerät. Es ist doch herrlich, Freunde. Es ist einfach herrlich, nochmal so ein Kraftwerk der Architektur zu sehen. Also nein. Das ist nämlich auch die große Brückentour, die wir hier mit euch gemeinsam machen. Und? Ja, Fritz Meinecke hat aber ein anderes Tempo drauf. Eine Sache, die ich natürlich auch noch ansprechen wollte. Es ist die aus San Francisco. Auch die Wikinger damals haben viel gerudert. Ja, die sind nicht nur immer gesegelt, sondern auch viel gerudert. Digga, für Wikinger muss es ja anders stressig geworden sein. Überleg mal, Bro. Die sind ja immer nass gewesen. Deswegen ist es auch eine Art Wikinger-Tour hier. So, jetzt habe ich wieder 40 Sekunden lang Scheiße gelabert für euch. Dann geht's und der wir Info. Sehen uns entspannt, demnächst. Entspannt. Ich muss jetzt erstmal ranklotzen, die nächsten Kilometer. Over and out. Unangenehmer. 317, Freunde, in wenigen Metern erreichen wir die 317. Und wer sich zurückerinnert, vor drei Tagen starteten wir bei 217 Kilometer. Das heißt, summa summarum, ja, mal abgezogen von Zickzackfahrerei, sind wir in wenigen Sekunden an der magischen Grenze von 100 Kilometern mit dem Schlauchboot. Ja, also eigentlich ist der Fluss, aber hier ist ja nichts. Geisteskrank. Eigentlich der Fluss, aber ihr wisst es, Freunde, die Extrameile. Nicht 100%, sondern 110%. Deswegen kloppen wir jetzt schon mal einen drauf. Und also bei einer Extrameile, also 110% wären dann 110 Meilen, Fritz Meinecke. Karre noch mal gute 8 bis 10 Kilometer weiter bis in den Stadtkern der Landeshauptstadt Magdeburg, meine Freunde. Wir sehen uns wieder im Ziel! Jetzt geht's. Nee. Doch, hier läuft ein Video. Jetzt läuft ein Video tatsächlich, ne? Eine Sekundenschein. Ein Video. Freunde, wir rudern in den Yachthafen von Magdeburg. Nein, keine Ahnung, ob es der Yachthafen ist oder nicht. Im Hintergrund, ich drehe mal einmal kurz um. Kamera. Ach so. So, da hinten, ganz, ganz klein, sieht man den Magdeburger Dom. Komm ran, mein Freund. Schaff's, Freunde, so sieht's aus. Faust, komm. Bam. Gut gemacht, wir Jungs. Wir haben über 100 Kilometer geschrubbt. Also, gut, Freunde, Jungs. Ihr habt's geschafft. Schaut gerne bei Bommel auf Instagram vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, Daumen nach oben. Hä, ist der Sound so komisch oder habe ich gerade einen Schlaganfall? Oder hört ihr das auch? Keine Ahnung, wenn euch das Video gefallen hat. Können wir einen Clap für die Leute haben? Können wir einen Clap haben? Wieso habe ich einen Paperhands gemacht? Naja, scheiß drauf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay. Digga hat einfach seine Weste aufgepustet. Noch ein paar abschließende Worte? Es bedrückt mich am Hals. Alles klar, Digga. Sehr schön. Ey, geiles Video. No joke. Geile Serie. Habe ich extrem gefühlt und gefeiert. Das mochte ich sehr. Es war ein Traum war es.